Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich möchte Sie heute wieder verführen. Kommen Sie mit in Polens heimliche Hauptstadt. Kommen Sie mit nach Krakau. Und eigentlich sind wir auch schon mittendrin. Wir sind auf dem großen Marktplatz, dem Glowny Rynek, mit seinen altehrwürdigen Tuchhallen. Und der Rynek, der ist exakt 200 Meter breit und 200 Meter lang und somit der größte Marktplatz Europas. Und 2005 haben ihn die Amerikaner sogar zum schönsten Platz der Welt gewählt. Ja, da haben die Amis mal durchaus Geschmack bewiesen. Und egal, wohin Sie in dieser Stadt wollen, alle Wege führen hier, ups, über den Rynek. Ja, hier schlägt das Herz Krakaus, bei Tag und bei Nacht. Die Stadt Krakau hat in ihrer Geschichte eine Menge erlebt. Die Tataren standen vor den Toren, mal war ein Sachse hier König, mal gehörte sie zu Österreich-Ungarn. Von den dunklen Kapiteln im letzten Jahrhundert ganz zu schweigen. Doch Krakau hatte auch Glück. Die Stadt wurde nie zerstört. Heute ist sie Weltkulturerbe. Aber trotzdem kein bisschen verstaubt. Krakau ist eine unglaublich jung gebliebene, altehrwürdige City. Knapp 1 Million Menschen leben hier und darunter fast 200.000 Studenten aus aller Welt. Meine Damen und Herren, wenn sich der Krakauer verabredet, dann tut er das immer hier auf dem Rynek. Ganz konkret unter diesem Adam. Dieses Denkmal vom Nationaldichter Adam Mickiewicz, das ist so ein bisschen wie bei uns die Weltzeituhr in Berlin. Ja? Also mittendrin und kann man nicht verfehlen. Und hier bin ich mit dem berühmtesten deutschen Gastarbeiter Polens verabredet, mit Steffen Möller. Und guck mal, da kommt er auch gleich. Dzień dobry. Dzień dobry. Noch ein? Ja, dreimal in Polen. Ach, guck mal an. Dreimal. Und man sagt Dzień dobry. Ja. Das heißt eigentlich Tag guten. Also umgekehrt wie bei uns. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani, Dzień dobry. Pani Kim. Pani heißt Frau. Pani Kim, da sagt man dann nicht Frau Fischer, sondern... Nein, richtig. Man redet sich mit Vornamen an. Pani Kim und Pan Steffen. Pan Steffen. Ja. Dzień dobry, Pan Steffen. Dzień dobry, Pani Kim. Ach. Und ich habe was mitgebracht. Oh. Wir sind in Polen im Land der Gentlemen. Oh, und der ist auch noch so schön. Also erstmal weiß ich schon mal, wie man sich begrüßt. Dann fragen wir in Deutschland immer als erstes, wie geht's dir? Und es interessiert eigentlich kaum jemanden. Da sind wir schon, bei einem No-Go. Ja, wieso? Ja, also die Polen ist ein bisschen pessimistisch. Auf die Frage, wie geht's, antwortet man nicht super, geil, spitze, sondern man sagt, stara bieda. Und das heißt die alte Armut, das alte Elend. Stara bieda. Wie, das sagt man wirklich immer? Ja, sag mal, du musst so mit so einer Melodie. Stara bieda. Stara bieda. Mein erster Pole war dieser Mensch da. Adam. Ja, Adam, du kennst ihn schon. Nationaldichter, natürlich. Wer kennt ihn nicht? Ich kannte ihn nicht. Jeder Schüler in der Schule lernt von Adam Mickiewicz mindestens 3 Gedichte auswendig. Und du kannst jetzt 1? Nee, ich kann ehrlich gesagt nur den wichtigsten polnischen Zungenbrecher, den du auch kurz lernen musst. Der geht so. Das ergibt gar keinen Sinn. Das bedeutet auf Deutsch in Szebrzeszyn. Zirpt ein Käfer im Schilf. Das ist ja auch vor allem so ein lebensnotwendiger Satz, dass ich bereit bin, den bis zum Ende der Sendung gelernt zu haben. Sobald du in Polen ankommst, ich garantiere, jeder Pole wird dich damit überfallen. Weil man in diesem Land dreimal... das sind meine... Entschuldigung, das sind meine Fans. Die haben jeder Habt 10... Nein, die haben Meint jeder 10 ihr Euro. Ihn? Das ist einfach... Also meine Damen und Herren, ich kann ja selber kaum glauben, was ich sehe, aber ich muss es vielleicht kurz erklären. Steffen Möller ist Serienstar hier in Polen. Also er hat in einer Serie, die so etwa bei uns so eine Daily Soap, eine Telenovela ist, da hat er Jahre mitgespielt. Und wie Sie sehen, ist er ein Superstar hier. Unser deutscher Steffen ist hier in Krakau der Superstar. Kolonia! Kolonia! Ich weiß gar nicht, wer das ist.
lustig. Wer hat diesen Mann eigentlich eingeladen? Möchtest du mal auf den Schuh? So, jetzt geht's in die Marienkirche rein und da haben wir gleich meinen Liebling, den Bildhauer Veit Stoß. Der hat hier den größten gotischen Holzaltar gemacht. Und der ist dein Liebling, weil? Weil der sowas Ähnliches ist wie ich. Der kam aus Deutschland, ist in Schwaben geboren, hat in Nürnberg Bildhauer studiert im 15. Jahrhundert, ist dann über 20 Jahre oder sogar 30 Jahre in Krakau gewesen und hat hier diesen Marienaltar geschnitzt. Der Altar ist fast 13 Meter hoch und 11 Meter breit. 12 Jahre lang hat Veit Stoß mit seinen Gehilfen daran geschnitzt. Als er 1489 fertig war, wurde er dafür mit 1808 Gulden entlohnt. Das war damals der gesamte Jahresetat der Stadt Krakau. Kannst du das nachvollziehen, dass den Polen ihre Kirche und ihr Glaube so wichtig ist und so großen Stellenwert in ihrem Leben einnimmt? Oder also, findest du es fragwürdig? Also erstmal, da kann man nicht mehr sagen, den Polen. Polen ist extrem gespalten im Moment. Es gibt mindestens 10-20% der Bevölkerung, und das wächst immer weiter, die extrem antikirchlich sind. Noch viel stärker als bei uns. Es gibt Leute, die sagen, dass nach dem Tod von Johannes Paul 2005 der Glaube in Polen sozusagen abnimmt. Aber ich glaube, es ist eigentlich die ähnliche Mischung wie bei uns. Es ist einfach, ja, Säkularisierung. Kirche ist nicht mehr das Einzige. Die Kirche war in Polen, man kann sagen, 1000 Jahre lang das, was die Einigkeit gestiftet hat. Polen war immer bedroht von außen. Und die Kirche, das war so der Wall, der Schutzwall. Ja, und jetzt hat Polen seit 20 Jahren Frieden. Es gibt keine äußeren Feinde mehr. Und da ist auch die Funktion der Kirche plötzlich nicht mehr so wichtig. Wow, lieber Pan Steffen, guck mal, das habe ich schon gemerkt. Pani Kim? Ja, Pani Kim ist sehr beeindruckt. Das ist wirklich. Also imposanter kann ich mir einen Einstieg in so eine Sendung und das Entdecken einer neuen Stadt nicht vorstellen. Weißt du was, ich würde mich ja gerne noch mal mit dir verabreden. Das wird vielleicht noch ein bisschen weiter gemeinsam durch Krakau können. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir treffen uns am spirituellsten Ort der Stadt. Das klingt schon mal gut, aber hast du es vielleicht ein bisschen genauer? Lass dich überraschen, folge dem Licht. Folge dem Licht. Meine Damen und Herren, der Pole im Allgemeinen und der Krakauer im Besonderen liebt ja Legenden und schöne Geschichten. Also meine Lieblingsgeschichte ist, all diese Tauben hier auf dem Rinnig sind verzauberte Ritter. Ernsthaft? Ja. Vor vielen, vielen Jahren, da hat sich nämlich mal ein Prinz Gold von einer Hexe geliehen und es nie wieder zurückgegeben. Daraufhin hat sie ihm alle seine Ritter in Tauben verzaubert. Und seitdem flattern die hier auf dem Rinnig rum. Ja. Eigentlich traurig, weil kein Happy End. Keiner weiß, wie man sie wieder zurückverzaubert. Aber es traut sich auch keiner, ihnen was zu tun. Also irgendwie, ich kann mir nicht helfen, fühle ich mich beobachtet. Hello. Ah, du bist der Fotograf. Ah, stimmt. Hallo. Das, meine Damen und Herren, ist Maciek Rytczyk. Der hat eines der tollsten Fotos auf der ganzen Welt gemacht. Jetzt gerade erst dieses Jahr, im Januar war das. Und das ist weltberühmt geworden, dein Foto. Nicht übertreiben. So berühmt auch wieder nicht. Aber danke fürs Kompliment. Es ist weltberühmt. Doch, doch. Was ist denn die Geschichte zu dem Foto? Kannst du es mir mal zeigen? Das ist das Foto.
Ich habe es im Winter auf der Grünwalski-Brücke in Krakau gemacht. Eine ungewöhnliche Komposition. Schwarze Enten, die einen Ring bilden, um weiße Schwäne. Und ein Mensch, der diese Schwäne füttert, an einer geraden Linie. Ich habe dieses Foto im Internet veröffentlicht. Und so wurde es in der ganzen Welt bekannt. Aber jemand wie du, der so einen Blick für so eine Fotos hat, der hat doch auch einen ganz besonderen Blick auf diese Stadt. Und ich würde gerne ein bisschen Zeit mit dir verbringen. Vielleicht kannst du mir ja deine Stadt mal zeigen. Klar, für dich habe ich immer Zeit. Ja? Ach, guck mal, geht schnell hier. Hast du schon eine Idee, wo du erste Station? Als erstes lade ich dich in eine Markthalle ein. Das ist der erste Ort vom unbekannten Krakau. Okay, komm gleich Arm in Arm. Das gefällt mir aber ganz gut jetzt hier. Marcin Rycek hat einen guten Blick für die Poesie des realen Lebens. Seine Fotos und Videos stellt er ins Internet auf seine Website Unbekanntes Krakau. Also auf jeden Fall ist der Markt nichts für große Leute, komm mal raus da. Aber das ist ein Markt, wo ausschließlich Krakauer hierher kommen. Es ist nichts für Touristen, ne? Ja, dieser Markt wird hauptsächlich von Einheimischen besucht. Hierher kommen auch Leute aus der Umgebung, um ihr Obst und Gemüse zu verkaufen. Alles ist hier sehr frisch. Nicht so wie in den Supermärkten. Man unterhält sich und kann das besondere Klima von Krakau genießen. Zobaczyć ten specyficzny klimat właśnie Krakowa. Weißt du was? Ich zeig dir noch was. Ganz spezielle Krakauer Graffiti. An einer Kreuzung zwischen zwei Kirchen. Komm mit. Oh ja, das ist eine gute Idee. Sehr gut. Sehr, sehr gut. In Krakau gibt es sehr viele gläubige Menschen. Und dieser Ort hier ist etwas Besonderes. Denn hier befindet sich eine Kirche und dort hinten die zweite. Und die Brücke hier steht genau dazwischen. Okay. Okay. Und wenn die Sprayer da bei ihrer Arbeit dann von der Polizei beobachtet werden, ist es hier in Polen oder in Krakau, ist es hier verboten? Ich denke, dass die hier legal entstanden sind. Das ist das zweite Graffiti. Eine Jesus-Darstellung. Aha. Und was heißt das? Kommt alle zu mir. Du hast ein Projekt, das unbekannte Krakau. Führst du da Touristen eben genau an solche Orte? Was ist das für ein Projekt? Mein Projekt, ich führe keine Touristen, aber ich habe eine Internetseite. Und der Sinn der Sache ist, dass ich allen Leuten, die nach Krakau kommen, das andere Gesicht der Stadt zeigen möchte. Eben authentische Orte, die nicht im Reiseführer beschrieben sind. Okay. Und jetzt gehen wir in eine Milchbar Mittagessen. Aber das ist doch gar keine Milchbar. Da gibt es nicht Milchshakes und Eis. Die Milchbar heißt so, weil die Speisen hier früher hauptsächlich aus Mehl, Milch und Eiern bestanden. Hier kann man sehr preiswert und gut essen. Ach so, okay. Komm, ich lade dich ein. Ich schwenke da auch gerne schnell um. Ob Eis oder Mittagessen ist mir eigentlich egal. Hauptsache, es gibt was zu essen. Pierogi. Da. Russische Pirogen. Hier ganz oben. Das ist wie Wasser. Mit
Probier das mal. Gibt's dazu Soße? Nein, dazu gibt es keine Soße, nur Salz. Das sind Zwiebeln hier, ah, okay. Oh. Das ist ein traditioneller polnischer Salat. Das sind Barszcz und Kopytka. Und es ist hier echt billig. Man kann sich für 10 Zloty satt essen. Deswegen gibt es auch lange Warteschlangen. Manchmal bis zum Ausgang. Ja. Ich glaube, ich habe gerade 1000 Kalorien in einem Stück gehabt. Das ist ja Butterbrösel in noch mal richtig ordentlich Fett. Stimmt, das ist wirklich nicht gerade kalorienarm. Hier gibt es aber auch Gerichte für diejenigen, die ihre Kalorien zählen. Zum Beispiel Gemüsefrikadellen. Die haben dann fast keine Kalorien. Prost! Na zdrowie! Na zdrowie! Es soll ja ein Reisender Krakauer gewesen sein, der die Kaffeehaustradition begründet hat. Und zwar in Wien. Und da die Krakauer sich sowieso sehr gerne an die Zeit erinnern, als sie noch zur K&K-Monarchie gehörten, haben sie die Kaffeehäuser sozusagen reimportiert. Der Kaffee ist fertig, das klingt für mich wie Musik. Und jetzt gibt es typisch wienerische, künstlerische und malerische Cafés rund um den Rönnig. Hier im Noworolski hat schon Lenin ein Tässchen-Kaffee genossen. Im Vis-à-vis trifft sich bis heute die Krakauer Kunstszene. Und vor dem Café sitzt Piotr Schkunetzki. Der ehemalige Chef des berühmtesten Krakauer Kabaretts wird bis heute verehrt. Wissen Sie was? Ich finde, jetzt ist Zeit, dass wir ein bisschen Polnisch sprechen lernen. Wichtigste Voraussetzung bringe ich bereits dafür mit, und zwar, et voilà, den Stöckelschuh. Krakau auf Stöckelschuhen, so heißt der derzeitig angesagteste Sprachkurs Krakaus. Und es ist davon auszugehen, dass sich diese Geschichte Frauen ausgedacht haben. Hallo. Ja, hallo. Hallo, ich bin Kim. Hallo. Hallo. Hallo, Kim. Hallo. Hallo an Kascha. Sehr schön. Darf ich mich zu euch setzen? Bitte sehr. Ihr habt einen zauberhaften Platz ausgesucht. Ist das schön hier. Und ich komme in Stöckelschuhen. Das heißt, ich kann, bin Genial. Kurz davor, perfekt Polnisch zu sprechen, oder? Bist vorbereitet, ja. Also ihr bringt einem die Sprache bei durch praktisches Leben. Ja, also man geht mit euch, nehme ich mal an, Kaffee trinken. Und ihr macht ansonsten alles das, was Frauen Spaß macht und dabei leichter Sprachen lernen kann. Genau darum geht es, also praktisch eine Sprache lernen. Also okay, dann machen wir jetzt mal Lektion 1. Ich möchte nämlich gerne einen Cappuccino bestellen. Deshalb, jetzt an dieser Stelle würdet ihr den Sprachkurs starten. Ja, das fängt an. Poproszę. Poproszę heißt? Das bedeutet bitte. Poproszę. Poproszę. Kawę. Kawę. Ja, und Kawa, das ist Kaffee. Kawę, Kawa. Und was ist Kawę? Kawę ist schon dekliniert, also wir haben eine Deklinationssprache, Polnisch wird dekliniert, aber wenn man das im ganzen Satz sagt, dann poproszę aber kawę. Poproszę kawę. Ja. Probier gleich mal. Ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Guten Tag, darf ich Ihre Bestellung entgegennehmen? Ach, heiliges Blechle. Proszę kawę. Bardzo proszę. Ja? Bitte sehr. Okay, es scheint. Oh. Siehst du, hat geklappt. Aber sagt ihr denn nicht, ist das nicht jetzt unhöflich gewesen? Weil im Deutschen sagen wir, ich hätte gerne einen Kaffee.
Krusche, reich. Ja, reicht? Ist schon, ja, ein Höflingswort. Ist schon höflich. Ja. Also ihr seid ja alle ein bisschen knapper. Afrikaans. Was sage ich? Danke, danke, danke. Cinque. Cinque. Brosche, bitte. Cinque. Und wenn ich Cinque gesagt habe, dann Brosche wieder als bitteschön, gern geschehen. Mhm. Ach, guck mal, klappt doch. Sehr schön. Ja, und wir sind jetzt in der Florianska Straße. Das ist die berühmteste Einkaufsstraße in Krakau. Oh, herrlich. Mit vielen schönen Läden. Genau, einen sehe ich schon mal. Ja. Ein Schuhladen, das macht ja irgendwie fast jede Frau glücklich. Also mich auf jeden Fall. Vielleicht machen wir hier mal direkt mit unserem Sprachkurs weiter. Gerne. Nämlich, was kostet dieser Schuh? Ile. 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 Kostujo. Kostujo. Butte. Butte. Ile kostio butte? Hier ist das Atelier von Ivona Schwirkfron, einer bekannten Krakauer Künstlerin, die du unbedingt kennenlernen musst. Wir verabschieden uns jetzt, aber vielleicht sehen wir uns heute Abend, ja? Wir möchten dich einladen, ein bisschen Krakau bei Night zusammengucken, ja, oder? Okay. Und wir treffen uns, lass mich raten, auf dem Rinneck. Genau. Okay? Ganz genau. Und wie viel Uhr? 10 Uhr? Was haltet ihr davon? 10 Uhr. Ja, 10 Uhr. Alles klar. 10 Uhr. Das ist ganz gut. Bis später, dann gehe ich jetzt. Hallo, ich komme. Bis später. Ups, wenn ich es überlebe, komme ich. Juhu. Ah. Das ist schon mal ein netter Empfang. Hallo. Guten Tag, herzlich willkommen. Ganz nach alter Krakauer Tradition mit Brot und Salz. Ja, bei dir, ne? Vielen herzlichen Dank. Okay, jetzt gar nicht so schlimm. Jawohl! Nochmal, herzlich willkommen in Krakau. Komm, ich zeige dir meine Arbeiten. Hey, oh. Oh, das ist aber dein Atelier hier. Ja. Ich sehe sehr viele Frauen. Sind Frauen dein, ist das dein Lieblingsmotiv? Ja, ja, ich liebe Frauen. Dann kannst du mir doch bestimmt auch was zur Krakauerin sagen, zur Polin. Mhm. Du kannst mir bestimmt ein bisschen ihre Seele erklären. Krakau ist eine ganz besondere Stadt. Die Frauen hier sind einfach fantastisch, schön, selbstständig und vor allem frei. Sie machen, was ihnen gefällt. Wenn Frauen Wodka trinken nachts in einer Bar, ist das völlig normal. Diese Arbeit, die interessiert mich auch. Was ist das? Weil die sticht so raus. Die sieht so anders aus als alles andere. Dieses Bild gehört zu einer Serie über eine Mauer in Kazimierz, wo früher das Ghetto war. Ich habe darauf eine Zeichnung meines Vaters zitiert. Er war ein bekannter Maler. Sein Onkel hat Auschwitz überlebt und ihm von diesem Paar erzählt. Mein Vater hat dann dieses Bild gezeichnet und ich habe es auf die Mauer gemalt. Jeder kann das nun für sich selbst interpretieren. Ah, danke schön. Das hier, meine Damen und Herren, das ist Krakauer Fastfood und zwar Opfer Junkie. Den können Sie hier an jeder Ecke kaufen, schon seit Jahrhunderten. Und das Besondere an diesem Kringel ist, dass der Teig vor dem Backen gekocht wird.
und eine schöne Sage, eine schöne Legende, die besagt, dass Auswanderer aus Krakau mit dem Rezept und der Idee nach New York sind und dass dieser Kringel dort als Bagel wiedergeboren wurde. Ja. Mittlerweile kann man den auf der ganzen weiten Welt kaufen. Und oh Wunder, dieser Kringel ist zurückgekehrt nach Krakau. Ja, genauso wie der Amerikaner Nawal Del Kime, den ich jetzt besuchen werde. Und zwar im jüdischen Viertel Kaschmir, wo er polnisch-amerikanische Kringel verkauft. Hallo. Hallo, hallo. Hi. Are you the bagel boss? I am the bagel. Ja, ich bin der Bagelmann von Krakau. Nice to meet you. Schön, dass Sie da sind. I'm hungry. So, let's go. Na, dann lassen Sie uns doch einen Bagel machen. Come with me. Kommen Sie mit. Ich kann Sie mitmachen. Wir machen einen klassischen mit geräuchertem Lachs, Frischkäse, Tomaten und roten Zwiebeln. Ja, ich bin dabei. Also während der Bagel da jetzt noch vor sich hin brutzelt, können wir uns ja schon mal ein bisschen über Sie unterhalten. Sie sind nämlich vor 14 Jahren nach Krakau gekommen, aus Holland. Sie sind Holländer. Ich bin Amerikaner. Nach Amsterdam bin ich vor 14 Jahren gezogen. Ja, aber wie kommt es, dass es einen Amerikaner, der dann in Amsterdam gelebt hat, hier nach Krakau verschlagen hat? Erwarten Sie, lassen Sie mich raten. Es ist eine Frau. Ja, ja. Ich habe ein polnisches Mädchen getroffen, als ich noch als Sänger gearbeitet habe. Wir waren 14 Jahre lang ein Paar. Jetzt sind wir leider nicht mehr zusammen. Aber sie ist der Grund, warum Sie hier sind. Was haben polnische Frauen? Viele Ausländer bleiben wegen der polnischen Frauen hier. Ich sage immer, sie sind Polens größte natürliche Ressource. Es gibt sehr schöne Frauen und sie sind intelligent. Das mögen viele Männer. Das ist sehr interessant, aber es ist wahr. Okay, ich bin auch recht intelligent. Ja, das bist du. So. I'm like a true bagel chef. Ja, das kann ich. Das habe ich von dem Herrn Lafer gelernt. Und seit wann gibt es jetzt diesen Bagelladen? Seit 13 Jahren, seit dem Jahr 2000. Okay, aber es ist was Besonderes, weil ansonsten diesen Bagel gibt es nur einmal in Krakau, nämlich hier. Es gibt ein paar Cafés, in denen es Bagel gibt. Aber das hier ist in der Tat der einzige Shop im ganzen Land, wo es Bagel gibt, so wie in Manhattan. So, ich will jetzt auch mal kosten. Voilà. Finish? Yes, finish. Ich esse den Bagel und in der Zeit können Sie mir ja vielleicht die kleine Geschichte, die sich da so zwischen Ihnen und John McEnroe ergeben hat, erzählen. Schmatschnego, in Polnisch muss ich Schmatschnego. Schmatschnego? Guten Appetit. Schmatschnego. Also die Geschichte von John McEnroe. Vor ein paar Jahren, 1991-92, habe ich beim Caterer für NBC Television ausgeholfen. Und John McEnroe beendete gerade seine Karriere als Tennisspieler und arbeitete als Kommentator bei NBC. Wir lernten uns kennen und ich war 22 Jahre lang sein Koch. Jetzt würde ich gerne ein Liedchen hören. Er hat ja gesagt, er kann singen. Oh, da hast du mich unvorbereitet erwischt. Also, vielleicht schaffen wir Bye Bye Love. Ja, das ist super. Bye Bye Love. Bye Bye Happiness. Hello Loneliness. I think I'm gonna cry. Bye Bye Love. Bye Bye Happiness. Hello Loneliness. I think I'm gonna cry. Bye-bye, love, goodbye. Bye-bye, love, goodbye. Bye-bye, love, goodbye.
Der heutige Stadtteil Kazimierz war lange eine eigenständige Stadt und wurde erst so um 1800 eingemeindet. Und über viele Jahrhunderte gab es hier ein friedliches Miteinander zwischen Juden und Katholiken. In den 6 Jahren deutscher Besatzung zwischen 1939 und 1945 wurden über 60.000 Krakauer Juden in Ghettos gepfercht und ermordet. Die unfassbare Zahl und das Geschehen, das kann man einfach nicht aus dem Kopf kriegen, während man hier lang schlendert durch Kazimierz. Aber hier ist es geschehen. Und deshalb ist zum Beispiel Steven Spielberg auch hierher gekommen, um seinen Film Schindlers Liste zu drehen. Und zwar an Originalschauplätzen. In den letzten Jahren hat sich wieder eine stabile jüdische Gemeinde entwickelt. Auch viele Polen entdecken ihre jüdischen Wurzeln neu. Und hier in Kazimierz treffen sich Künstler, Studenten, Zugereiste und Touristen in unzähligen Kneipen und Ateliers. Der Flohmarkt auf dem neuen Platz ist eine Institution und die Krakauer sind fest überzeugt. Zapie Kanki, das sind diese üppig belegten Weißbrotteile, schmecken hier am allerbesten. Hallo, ich bin Kim. Agatha. Das ist also dein Atelier und dein Verkaufsraum? Ja, das hier ist mein Atelier, meine Kunstwerkstatt hier in Kazimierz in Krakau. Das ist meine Welt. Okay, vielleicht magst du mir deine Welt, oder weißt du was, ich gucke mich einfach in deiner Welt ein bisschen um. Also dann bist du ja eine Künstlerin, die aus verschiedensten Gegenständen neue Kunst wiederherstellt. Unter anderem. Ah, okay. Aber guck mal, das war doch ein Schuhspanner. Das kann ich erkennen, hier der Fisch. Das ist aber lustig. Was haben wir denn da? Das ist doch eine Saussure. Ja, das war eine alte Saussure. Übrigens aus einer guten alten polnischen Manufaktur. Als ich diese alte Saussure in die Hand nahm, wusste ich sofort, dass es ein Schiff ist. Das ist hier so ein Ornament, bei dem man gleich an griechische Reisen denkt. Ich habe es einfach sofort gesehen, dass daraus ein Schiff mit Passagieren wird. Mhm. Sag mal, und wer sind all die Passagiere hier? Ist das deine Familie? Wer ist das? Komm mal mit. Wir schauen mal, wo die Passagiere herkommen. Das ist mein Zauberkoffer. Hier stecken die ganzen Geschichten drin. History. Die ganzen Geschichten. Also hier auf der Bank sitzen wir am liebsten. Ich bin mit allen meinen Nachbarinnen gut befreundet. Wenn es ruhige Tage gibt, wenn man nicht drinnen sitzen muss, treffen wir uns hier draußen und genießen die Zeit. Oh, thank you! Das ist dann aber eine ganz besondere Straße hier, ne, mit einer besonderen Atmosphäre. Also so habe ich es in Krakau jetzt noch nicht bisher gesehen. Wir veranstalten oft Happenings und organisieren Josefstraßenfeste. Die Straße lebt ihr eigenes Leben. Wir tun alles, damit sie nicht tot ist. Aber es sind die letzten Momente in dieser schönen Atmosphäre. Was meinst du mit, das sind die letzten Momente? Wieso hört das jetzt irgendwann auf? Gehst du weg?
Ja, es gibt einen neuen Eigentümer. Er verwaltet 3 Mietshäuser mit 16 verschiedenen Läden und Galerien. Dazu wohnen hier 70 Familien. Und alle müssen bald ausziehen, weil der neue Investor beabsichtigt, hier einen Hotelkomplex zu errichten. Die Josefstraße, so wie jetzt, wird dann tatsächlich aufhören zu existieren. Aber das bedeutet, du musst deinen Laden, deine Existenz eigentlich komplett verändern, deine Wohnung aufgeben. Dein ganzes Leben muss ja verändern dann. So ist es. Wir müssen hier ausziehen. Ich muss mein Leben neu beginnen, eine neue Wohnung finden und neue Räume für mein Atelier. Das ist ein kompletter Umsturz für mich, meinen Mann und meine Tochter. Ein totaler Neuanfang. Ich weiß gar nicht, was ich zu sagen soll. Das tut mir echt leid. Sehr leid. Also, ja, dann wünsche ich euch Kraft. Und dass gerade dir mit deiner Familie, mit eurer Tochter, dass ihr das hinkriegt, ein gutes neues Leben irgendwo anzufangen. Was uns nicht umbringt, das macht uns stark. So, der Rönnick hat mich wieder und meine nächste Verabredung, die wartet auch schon. Und zwar direkt unterm Adam. Bei ihm war es zuerst die Liebe zu einer Frau, die ihn bewogen hat, hier zu bleiben. Christian Vogt. Inzwischen hat er sein Herz auch an Krakau verloren und arbeitet als Stadtführer. Du musst Christian sein. Hallo. Ah, hallo. Ich bin Kim. Na, hallo. Kim. Hallo. Na? Ach, wie schön. Na, dreimal. Nochmal? Ja, das ist unterschiedlich. Manchmal zwei oder manchmal dreimal. In Polen hat man es gerne dreimal mit Küsschen, ja? Es ist ja, eine schöne Blume. Für dich. Ich dachte, das ist netter als Begrüßung. Du bist aber ein Kavalier. Hast du das dir von den Polen abgeschaut? Sind die so? Hier kauft man gerne Blumen. Ja, man sieht ja hier, bis 2 Uhr morgens kann man hier wunderbar irgendwelche Blumen kaufen. Du bist mit Fahrrädern hier. Traust du das der alten Frau zu, dass die sich aufs Fahrrad setzt? Ja, ich denke, das ist momentan etwas, was sich gut entwickelt in Krakau. Fahrradtouren. Echt? Ja. Du bist ein Stadtführer, ne? Ich bin Stadtführer, ja. Okay, dann weißt du, dann kennst du dich hier aus und dann. Ich kenne mich aus, ja. Ich meine, ich habe jetzt natürlich nicht unbedingt das richtige Schuhwerk dabei, oder? Weißt du was? Ich wollte gerade sagen, einfach ausziehen. Oh, das darfst du nicht persönlich nehmen. Einfach ausziehen, wunderbar. So, aber ich mache erstmal eine Proberunde, ja? Ja. Sag mal, du hast eine Gitarre dabei? Gitarre dabei? Ich wollte dir noch was nachher vorsingen. Ich bin ja Künstler, ich bin Musiker. Ich krieg eine Blume. Ein kleines Lied dabei. Darf ich die einfach mal so? Was? Passt die besser rein? Ja? So. Jetzt fliegst du mir nicht mehr raus. Ich probiere es erstmal hier, ja, bevor wir. So, jetzt probieren wir mal erstmal, wie das funktioniert. Ja, du weißt, wie Fahrradfahren geht. So. Oh, doch, das geht ganz gut. Psst. Du, wo bremst man denn? Ach so. So. Okay, ich wäre soweit. Das müsste funktionieren, oder? Wollen wir? Ja. Sehr schön. Sag mal, wo fahren wir denn jetzt hin? Ja, Plantepark. Sozusagen eine Art, soll ich sagen, grüne Lunge der Stadt. Ja, ach, guck mal, jetzt sind wir direkt eben noch Altstadt und jetzt schon grüne Lunge. Da musst du sagen, Smacznego. Smacznego! Ja? Hat keiner. Ah! Wie heißt es? Entschuldigung? Przepraszam. Przepraszam. Ja, und du siehst, wir kommen jetzt schon zum Bischofspalast. Zum Bischofspalast? Ja. Was ist doch der seit neuesten heilig gesprochene Palast? Nein, ist noch nicht heilig gesprochen. Ist er in Johannes Paul? Natürlich ist er jetzt. Nee, selig gesprochen. Selig gesprochen. Genau. Er ist jetzt selig gesprochen. Du hast vielleicht schon gehört, am 20. Oktober wird er heilig gesprochen. Das Wunder ist also von Franziskus, vom neuen Papst Franziskus, anerkannt worden. Und jetzt am 20. Oktober wird da heilig gesprochen. Man kann sich vorstellen, was dann hier los sein wird. Das ist sozusagen mit das wichtigste Fenster Polens, das sogenannte Papstfenster, so nennen wir das. Ja. Das heißt, der polnische Papst hat, wenn er zum Beispiel in seiner Heimat war, hat er von dem Fenster aus zu den Menschen gesprochen. Siehst du, was das ist hier? Hier ist eine Hand und da? Ein Hund? Genau, es ist ein Hund. Ein Hund Jock. Kriegt hier ein Denkmal? Jock. Oh, der sieht aber traurig aus, Christian. War auch. Ne? Ist also so, dass sein Herrchen ist nicht weit von hier, vom sogenannten
Grunwald-Verkehrsinsel, ist ums Leben gekommen, hat einen Herzinfarkt bekommen, ja. Und dann ist der Hund über ein Jahr dort gewesen und ist von den Einwohnern von Krakau gefüttert worden. Sind ja auch von einer. Der Hund ist ein Jahr zu der Unfallstelle? Genau. Hat dort sozusagen treu gewartet. Naja, ist dann von einer Krakauerin sozusagen aufgenommen worden, ist dann aber auch verstorben und dann ist er leider vor einem Zug gelaufen und verunglückt. Deshalb. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Dieser Hund hat ein Herrchen, das ist auch auf einer Verkehrsinsel beim Herzinfarkt ums Leben gekommen. Er kommt ein Jahr lang jeden Tag aus Treue. Die Krakauer füttern ihn, eine Frau nimmt ihn mit, die stirbt auch. Ja. Und am Ende stirbt er vor dem Zug. Oh Gott. Du siehst ja, wie schön das an der Weichsel ist. Dann kann man Weichselfahrten machen, kann man sich abends gemütlich hinsetzen hier an die Weichsel. Bist du jetzt aufgeregt ein bisschen? Nö. Weißt du was, ich moderiere dich mal richtig an. Wir sind ja im Fernsehen. Meine Damen und Herren, ich freue mich ganz herzlich, Ihnen das Nachwuchstalent Krakau vorstellen zu dürfen. Er kommt mit seiner eigenen Komposition und seinem eigenen Text. Christian Vogt mit Christians Krakau-Lied oder Der ferne Osten. Bitte schön. Eine Stadt sehr fern im Osten, anfangs dorthin nicht gewollt. Doch schon mein Zug nach Krakau rollt, über Grenzen noch kalter Pfosten. Ein Gefühl und die Magie, Lichterblumen herzlich rein, der Wawel und mein Dichtersein, Marktplatz, Weichsel und Liturgie. Eine Stadt so nah im Osten, heute nicht mehr weggewollt, und der Zug nach Krakau rollt, über Grenzen nun wärmster Pfosten. Der Wawel mit dem Schloss und dem Dom. Wer nicht hier oben war, der hat Krakau auch nicht wirklich gesehen. Hier in der Kathedrale auf dem Wawel wurden alle polnischen Könige gekrönt und die meisten von ihnen auch hier in der Gruft beigesetzt. Sogar die sterblichen Überreste von August dem Starken liegen hier. Der Kurfürst von Sachsen, der war ja auch mal König von Polen. Und eigentlich könnte man sich den ja mal anschauen. Aber wenn ich ehrlich bin, rate ich dringend davon ab, denn vor einigen Jahren haben Wissenschaftler in der Gruft den Sarkophag eines polnischen Königs geöffnet. Und was soll ich sagen? Die meisten von ihnen sind 5 Jahre später gestorben. Gut, später hat man herausgefunden, dass es kein Fluch war, sondern hochaggressiver Schimmelpilz. Aber trotzdem würde ich ganz gerne draußen bleiben. Abgesehen davon hatte August der Starke sowieso lieber sein Auge auf die Polinnen gerichtet. Ich gehe mir jetzt was wünschen. Ja. Im Turm hängt die größte Glocke Polens, die Sigismundglocke. Sie wird nur zu hohen Feiertagen geläutet. 12 starke Männer müssen dann dafür in Aktion sein. Aber eine Legende sagt, wenn man den Klöppel berührt und sich dabei ganz doll was wünscht, dann geht dieser Wunsch auch in Erfüllung. Nee, ich verrate Ihnen natürlich nicht, was ich mir gewünscht habe. Hast du dir was gewünscht? Ja, woher weißt denn du das? Ja, ich bin von einer ganz besonderen Energie erfüllt. Ach, lass mich achten, ist das hier der spirituelle Ort? Richtig. Was ist jetzt? Also ich meine, ich habe mir tatsächlich was gewünscht. Spürst du es nicht? Kribbelt es an den Fußsohlen? Warte, lass mich kurz. Nein, ehrlich, ich ehrlich bin nicht. Nee. Wir sind hier auf dem Wawel. Ja. Das ist eines der Weltchakren. Ist das so? Ja, es gibt in Europa eigentlich nur Stonehenge, was noch mehr Energiewerte hat in esoterischen Kreisen. Ja. Hier trifft sich Christentum mit Esoterik.
Es gibt da vorne eine Wand, da stehen immer die Esoteriker und laden sich mit Energie auf. Quatsch. Ja. Yeah. Ey, das ist echt schön. Sag mal, wo sind denn wir hier? Ja, wir sind hier im Innenhof des Krakauer Schlosses, das bis 1596 die Residenz der polnischen Könige war. Renaissance-Schloss. Und hier soll jetzt die energetisch aufgeladene Mauer sein? Ja, hier da vorne. Wenn du dich da dran lehnst, 20 Minuten, 30 Minuten, da können Blinde sehen und Lahme springen, sagt der Mythos. Und dann kann ich sehen. So. Ach so. Füße gegen die Mauer. Ach, Quatsch. Ja. Jetzt lass dich mal drauf ein. Das bilde ich mir jetzt ein, oder, das Kribbeln? Wer weiß. Kribbelt's bei dir? Ja. Komm, lass uns gehen. Ja. Ja, ich denke, sag mal, das ist schon erstaunlich, das, was wir jetzt hier gerade erlebt haben, dass selbst der Polizist, von dem wir dachten, der würde uns jetzt hier verjagen, einfach nur gekommen ist, weil er von dir ein Autogramm oder mit dir ein Foto haben wollte. Das habe ich auf dem Rinnig erlebt. Du bist ja sowas wie ein Superstar hier. Ich bin nur aus Neugier gekommen, vor 20 Jahren. Habe erst mal 7 Jahre Deutsch unterrichtet. Habe in der Zeit Polnisch gelernt und habe dann angefangen mit Kabarett. Bin in diese Fernsehserie. Ja. Und bin in diese Fernsehserie reingekommen. Elvi Liebe. Die gucken 12 Millionen Leute zweimal pro Woche. 12 Millionen? Ja, da habe ich die Rolle des deutschen Kartoffelbauers Stefan Müller gespielt, der immer Pech in der Liebe hat. Was machen wir jetzt? Du, ich würde dir gerne noch eine Kirche zeigen. Wir sind jetzt hier in der Peter- und Paul-Kirche. Das ist die älteste Barockkirche Polens. Ja. In Krakau hat Kopernikus studiert. Und hier in dieser Kirche wird jetzt bewiesen mit einem Foucault'schen Pendel, dass die Erde sich dreht und dass Kopernikus recht hatte. Also, ich versuche mal zusammenzufassen. Mit diesem Pendel-Experiment wird bewiesen, dass sich die Erde um ihre eigene Achse dreht. Genauso, wie es Nikolaus Kopernikus schon vor 400 Jahren berechnet hatte. So, mein Lieber, jetzt muss ich mich erst mal ganz kurz von dir verabschieden. Ich bin nämlich mit jemand anderem, mit einem anderen Mann verabredet. Oh. Der, ja. Nicht weinen. Der hat aber auch so eine Art Experiment mit mir vor. Der will mir was zeigen, was ich noch nicht kenne und was ich noch nicht kann. Hm? Was das wohl ist. Viel Spaß. Bis später. Können Sie sich noch erinnern, das haben wir als Kind alle gespielt. Ja, wir haben es gespielt und er kann das richtig gut. Das ist Jakob. Hallo Jakob, I'm Kim. Hello, may I kiss you? Ja. Dreimal. Das sah schon total schön aus, aber ich glaube, das ist so ein Mini-Teil von dem, was du eigentlich alles kannst mit deinen Seifenblasen. Ja, ich mache nicht nur solche Seifenblasen, sondern gestalte ganze Shows und produziere die Seifenblasenflüssigkeit und auch Spielzeug. Also ich habe das früher mit meinen Freundinnen auch alles gemacht und da haben wir immer Wasser mit Spülmittel gemischt. Machst du das auch oder ist da irgendwas Besonderes noch drin? Na, leider ist das gar nicht so einfach. Ich habe 3 Jahre lang experimentiert, bis ich die perfekte Mischung hatte. Okay, was ist denn da jetzt alles drin? Dann erklärst du es mir doch bestimmt und der Welt und überhaupt dein Geheimnis. Verrätst du doch jetzt sofort. Es tut mir leid, aber das kann ich nicht verraten. Das ist mein größtes und wohlbehütetes Geheimnis.
Kind schon immer mit Seifenblasen gespielt? Ja klar, wie jedes Kind. Sie waren aber damals nicht so groß. Aber wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen? Ich meine, du hättest ja auch auf dem Seil tanzen können oder am Trapez hängen. Wie bist du auf Seifenblasen gekommen? Ich habe irgendwann mal große Seifenblasen gesehen. Und dann kam ich auf die Idee, meine eigene Rezeptur zu entwickeln. Aber du kannst noch viel größere Blasen machen. Du kannst sogar so große Blasen machen, dass du damit ins Buch der Guinness-Rekorde gekommen bist. Ja, es ist mir 3-mal gelungen, den Guinness-Rekord zu brechen. Ich habe es geschafft, 125 Personen in einer Seifenblase einzuschließen. Das ist der offizielle Rekord. Würdest du das mit mir vielleicht auch mal ausprobieren? Jetzt bitte nicht bewegen. Oh, das war total toll. Danke. Ich bleib in Polen. Der Polen, die ist allgegenwärtig. Krakau ist auch eine Stadt von Johannes Paul II. Und der spätere Papst, der ist hier zum Priester und zum Bischof geweiht worden. Und die Krakauer, die haben ihm ein ganz besonderes Denkmal gesetzt, und zwar tief unter der Erde. Ah, Sie sind bestimmt Marek. Guten Abend, Szczęść Boże, Glück auf, wie wir uns sagen. Mein Name ist Marek. Ja. Hallo, Klimowicz. Ich bin Kim. Freut mich sehr. Mir auch. Und Sie wollen das Bergwerk besuchen? Ja, auf jeden Fall. Gerne auch mit Ihnen zusammen. Bitte kommen Sie mit. Gibt es irgendwas, was ich beachten muss? Also es ist kalt, glaube ich, unten. Nein, etwa 14, 15 Grad. Also es ist kühl, angenehm, erfrischend. Und wie lange fahren wir jetzt da runter? Eine Minute ungefähr. Das müsste machbar sein. Aber ich merke, mir fällt das Ohr zu. Was war das? Das ist nur 110 Meter, nicht so tief. Kronleuchter unter Tarn. Ja, das ist die erste Kammer und die erste Kapelle, die wir hier besuchen können, aus dem 17. Jahrhundert. Und wie die anderen Kapellen wurde von einem Bergmann gemacht. Ach, aber man kann jetzt nicht mehr so viel erkennen, ne? Ja, wegen der Luftfeuchtigkeit. Ach so, okay. Sie haben gesagt, es gibt noch mehrere Kapellen hier? Ja, wenigstens 20. 20? Genau. Die will ich sehen. Ist das schön. Bah. Was ist das hier alles? Salz. Ja. Alles ist aus Salz? Alles ist aus Salz, auch die Treppe. Der Boden? Der Boden, auch der Kronleuchter, der Schmuck ist aus Salz, da sind die Salzkristalle, alles Salz. Und wo sind wir hier? Ja, wir sind in der berühmtesten Kapelle in diesem Bergwerk, also, Kapelle der Heiligen Kinga. Das ist nicht nur eine touristische Attraktion, das ist eine wahre Kirche. Messen, Gottesdienste werden hier gehalten, jeden Sonntag. Wann ist die denn erbaut worden? Die Kapelle, Anfang der Kapelle, Ende des 19. Jahrhunderts. Ja. Und Ende? 1800. Das dauerte natürlich, die Kapelle wurde nur von 3 Bergleuten geschaffen und sie arbeiteten über 60 Jahre, einer nach dem anderen, 2 Brüder, Józef Tomasz Markowski und Antoni Wyrodek.
Drei Menschen. Drei genau. Menschen haben genau. alles das erschaffen. Genau. So, im Hauptaltar ist die heilige Kinga, die Schutzpatronin der Salzberg-Leute hier. Und die Figur ist natürlich auch aus Salz und im Hintergrund auch Salzkristalle. Ich bekomme so eine Gänsehaut. Wer hat denn jetzt den Papst gemacht? Denn das können ja nun nicht die drei Herren von damals gewesen sein. Nein, das sind die drei gegenwärtige Bergleute. Stanisław Hanio, pensionierter Bergmann, Paweł Janowski und Piotr Starowicz. Und den Piotr Starowicz treffen wir später. Guten Tag. Glück auf. Ich bin Piotr. Wir kennen uns. Was haben wir denn hier? Ach, ist das der Papst? Ja, genau. Das ist als Figur der Papst Johannes Paulus II. So. Und den haben Sie gemacht? Ja. Wie lange haben Sie dafür gebraucht? Zwei Wochen ungefähr. Oh, darf ich den mal mit hochheben? Oh, ist der schwer. Schwer. Was ist denn da besonders schwierig dran, im Gegensatz zu Marmor zum Beispiel? Das Salz hat eine besondere kristalline Struktur. Das sieht man gut zum Beispiel hier, wo die Salzfarbe deutlich weißer ist. Das lässt sich schwer bearbeiten. Es ist unvorhersehbar und kann abröckeln. Oh, da sieht man aber, wie das spritzt, also wie das wirklich wegspringt. Halten Sie mal Ihre Hand auf. Genau, ich habe mir gerade einen Salat bestellt, da käme Salz ganz gut. Und probieren. Mhm. Mhm. Und? Süß? Leckeres Salz. Ach, so sieht das aus? So sieht das vorher aus? Aus solchem Stein kann man schöne Figuren machen. Kann man, ja. Bitte. Bitte vielleicht Goethe. Goethe war ein Besucher hier. So. Sie möchten, dass ich hier draus Goethe mal eben Goethe klöppel. War überall so. Goethe war... Es ist ganz einfach. Sie müssen nur das, was überflüssig ist, entfernen und fertig ist die Skulptur. Da ist es völlig potrzebne. Schön. Blut. Oh, Blut. Oh, jetzt Nase machen Sie? Ja, ich mache eine Nase. Ich bin mal dran. Ja, ich habe ein Talent. Finde ich auch. Oh. Super. Aua. Jetzt muss ich dringend zum Arzt. Ach nee, der ist ja wirklich überall. Ja, aber der ist hier, weil ich ihn natürlich zu Ende geschnitzt habe. Und wie Sie sehen, meine Damen und Herren, lieber Marek, habe ich nicht nur das Köpfchen geschnitzt, sondern gleich den ganzen Körper. Ja, das habe ich gut hingekriegt. Ich bin tief beeindruckt. Ja. Also von mir aus könnte es losgehen, ich wäre soweit. Wo sind das glückliche Paar? Die werden sich das doch jetzt auf den letzten Meter nicht noch mal anders überlegt haben. Meine Damen und Herren, ich befinde mich an einem der schönsten Orte, an dem Krakauer Liebespaare den schönsten Tag ihres Lebens gemeinsam feiern. Er heißt Zamek Gorschkiew, bedeutet kleine Burg. Und der Burgherr, auf den freue ich mich auch schon, der heißt Jerzy Donimerski. Und ich habe gelesen, dass wenn man ein Ski am Ende seines Namens hat, dass das schon mal auf Adel schließen lässt. Gefällt mir gut. Hallo, Jerzy? Ja, hallo, ich bin Kim. Ah. Schönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie
hier uns begrüßt haben. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich glaube, hoffentlich bin ich bestens vorbereitet. Blumen habe ich mitgemacht. Brot und Salz ist auch dabei. Jawohl, fantastisch. Das ist die richtige Sitte. Wir begrüßen das Ehepaar in dieser Form eben. Also ich kenne das aus Deutschland. Brot und Salz, Gott erhalt. Das stimmt dasselbe. Das ist dieselbe Sitte. Ist ein bisschen schwer. Kann ich das bitte. Das Brautpaar ist noch das nicht hin. Dann, ne? Ja, die bitte ein bisschen später. Okay. Vielleicht hätten Sie Lust, vielleicht in der kurzen Weile, bevor Sie kommen, einfach reingehen? Ja, ja, so. Unbedingt, gerne. Ach, warte mal. Nee. Ist das das Schloss? Ja, das sind die Ruine 1997. 15 Jahre her. Das war so ein Dschungel damals. Und so haben Sie das vorgefunden und so haben Sie sich da drin verliebt? Eben. Vielleicht sogar deswegen. Wie haben Sie es in Ihrer Frau erklärt? Schatz, ich habe da mal eben ein Häuschen gekauft, ein bisschen renovierungsbedürftig. Und wie haben Sie es gemacht? Eben, das hat mir später erst meine Frau gesagt. Sie hat mich eigentlich als einen Spinner damals gehört. Das war 2-3 Jahre nach der Hochzeit, nach unserer Hochzeit. Und sie sagte, es wäre vorbei. Der hat einfach, der ist geklopft. Ja, und vielleicht geklopft. Konsequenzen kommen. Schön. Sagen Sie nochmal, der ist geklopft. Geklopft. Oh, ist das schön. Wie alt ist das Gemäuer eigentlich? Die Ruinen sind 650 Jahre alt und wenn nicht älter. Zwischen Krakau und Częstochowa gab es eine Kette von Adlersnesten. Das heißt Adlersnesten. Das waren solche Burgen wie dieser, vielleicht sogar größer. Und das war eine Währung von den Osten und von den Westen, je nachdem der Gegner gekommen ist. Ich glaube, die sind doch jetzt langsam so weit, oder? Wollen wir nicht mal heiraten gehen? Hallo, herzlichen Glückwunsch. Ich bin Edita. Ich komme aus Krakau, ihr kommt aus London. Wie viele Gäste haben Sie? 80. 80 Gäste. Also so eine Hochzeit ist ja der beste Platz, jemanden kennenzulernen. Wissen Sie, haben Sie eigentlich ein paar Single-Männer dabei? Es gibt tatsächlich einige. Hallo! Have you heard something about your single girlfriend? Yes, really? It's from heart to heart. Yes. Yes. Maybe you can take these flowers. So. Thank you. Ist Ihnen schon mal was aufgefallen, meine Damen und Herren? Es sind immer die Polinnen und ausländische Männer. Wir machen es jetzt mal umgekehrt. Hello, I'm Kim. Hey. Hello. I'm Peter. You're Peter. Jetzt hau doch mal ab. Go away, go, go. Go. She's the Mein nächstes Ziel ist ein absoluter Geheimtipp, vor allem auch unter Krakauern. Ambassada Sledja. Ja, ich glaube, hier ist es auch schon. Ah, hello. Philipp. Yes. Nice to meet you. Hello. Nice to meet you. Oh, das ist aber sehr speziell hier. Ich begrüße dich in der Heringsbotschaft. Das ist der Hering. Wir bereiten ihn hier in verschiedenen Varianten zu und unsere Gäste essen ihn sehr gern.
Also Moment mal, das muss ich jetzt mal ein bisschen sammeln. Es ist ein Restaurant, eine Bar, eine Kneipe, wo es nur ausschließlich Hering gibt. Und das ist ja jetzt nicht gerade der typisch krakauische Fisch, oder? Es ist kein typisches Krakauer Gericht, aber ein typisch polnisches. Ob das ein Restaurant ist? Ich würde sagen, das ist eher eine Bar, in der man gerne Zeit verbringt. Wir haben hier sehr niedrige Preise und sehr gutes Essen. Das ist eben unsere Idee. Okay, komm, ich würde gerne mal was kosten. Komm mit. Du bist ursprünglich aus Warschau. Bist Musiker und dich hat's hierher gezogen. Warum? Also das sind ja jetzt, das ist ja eine ganz andere Welt, die du hier lebst. Krakau war immer eine Stadt der jungen Menschen. Es gibt sehr viele Studenten und die besten Clubs in Südpolen. So wie du jetzt guckst, sieht es ja aus, als ob du gar keinen Hering magst. Da ist es ja sehr lustig, dass du gerade hier gelandet bist. Ja, aber es ist ja der Geheimtipp von Krakau und den muss ich natürlich besuchen. Dann muss ich es auch probieren. Ich denke auch. Einen Versuch ist es wert. Hier als erstes hast du einen Hering in Curry. Das hat sich meine Frau einfallen lassen. Eine schöne Kombination mit Honig und Rosinen. Unser Flaggschiff ist der Hering in Roter Beete. Schmeckt auch aufregend. Das ist unser Glanzstück, ein Heringsgericht wie die polnische Flagge. Such dir was aus. Okay, pass mal auf, wir machen jetzt Folgendes. Du bist Schlagzeuger, ich bin eine Hering-Ängstliche. Du machst mir jetzt einen Trommelwirbel und ich esse deinen Hering. 1, 2, 3, 4. Na sag mal, da warte ich 44 Jahre drauf. Das ist ja lecker. Toll. Oh, warte mal, Entschuldigung. Tut mir leid. Die nächste Verabredung, die wartet schon. Auf Wiedersehen. Okay, auf Wiedersehen. Toll. Nice to meet you. Komme. Also nicht, dass Sie denken, ich reagiere auf jedes Autohupen. Aber bei dem Sound muss man einfach. Haben Sie es erkannt? War ein Trabi, genau. Und ich bin hier mit den Jungs von Crazy Guides verabredet. Na, so crazy sieht er nicht aus, aber tatsächlich das Auto hält. Hallo, schön, dich zu sehen. Ich bin Maciej. No. Das muss sein. Muss ich dann dem Polen really hier ihre Sitten erklären? Ich lass dich rein. That's a frog. Das ist ja eher ein Frosch als ein... Es ist ein Frosch oder auch eine Gurke. Aber du bist doch viel zu jung, um zu wissen, wie so ein Auto überhaupt funktioniert. Yeah. Die Fahrt mit dem alten DDR-Auto ist genau die richtige Einstimmung für den Ausflug in einen Krakauer Stadtteil, der in den 50er und 60er Jahren entstanden ist und gerade sowas wie eine Auferstehung erlebt. Willkommen in Nowa Huta. Das ist das Herz von Nowa Huta. Die Rosenallee und der zentrale Platz, der Ronald Reagan Platz. Okay. Aber kennt denn Ronald Reagan seinen Platz? War der schon mal hier? Nein, Ronald Reagan hat Nowa Huta nie besucht. Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob ihm das jetzt hier so zusagen würde. Es ist schon schön grau hier, so realsozialistisch grau, oder? Ein ziemlich berühmter Platz, wo wir jetzt hier sitzen. Hinter mir ist ein Rosenbeet. Aber was war hier früher? Hier in der Rosenallee, genau da, wo jetzt die Rosen blühen, stand bis 1989 ein riesiges Lenin-Denkmal, das größte in Polen.
Die Siedlung Nowa Huta wurde mehr auf dem Reißbrett der Ideologen als auf dem der Architekten entworfen. Sie sollte eine sozialistische Musterstadt im besten stalinschen Sinne werden. Eine Stadt ohne Kirche, ein weithin sichtbares Symbol des Atheismus in einem seit Jahrhunderten religiös geprägten Land. Was ist denn mit dem Lenin passiert, mit dem Denkmal? Das ist eine lustige Geschichte. 1989 hatte man vor, das Denkmal einzuschmelzen, aber es hat sich herausgestellt, dass es aus einem qualitativ schlechten Material war. Es wurde dann von einem schwedischen Millionär gekauft. Nein! Und jetzt ist es die Attraktion in einem schwedischen Vergnügungspark. Also ich meine, so ein Geschirr, das kennen Sie doch bestimmt alle noch zu Hause, oder? Das ist typisch auch das Geschirr, ne? Ja, das waren Geschenke. Die hat man ergattert in Bulgarien bzw. Rumänien. Ah, okay. Hi, liebes Mädchen. Sieht aus wie eine, wie eine Milchkanne. Ist das ein Trockner? Nicht ganz. In den 80er Jahren war der Alkohol rationiert und deshalb wurde der Wodka manchmal zu Hause in solchen Apparaten gebrannt. Nein! Oh! Was ist das hier oben? Funktioniert noch. Eine Saftzentrifuge. Da hatten auch alle Nachbarn was davon. Jede Führung durch diese Wohnung endet mit etwas Leckerem, mit einem Gläschen Kirschlikör. Dann stoßen wir mal drauf an. Boah, ist der pervers. Boah. Das war ein Tarrant. Vom Mittelalter zum Sozialismus und wieder zurück. Und ganz unten war ich auch noch. Jetzt will ich eigentlich noch nach oben. Genau da hoch will ich. Hoch hinaus auf den Marienturm. Wo übrigens wie immer der Hey Now gerade seinen Dienst hat. Der bläst einmal in der Stunde ein Signal, das einst die Stadt vor den Tataren gerettet hat. Immer zur vollen Stunde. Und ich glaube, der Mann an der Trompete, der freut sich über einen Kaffee. Ich komme! Huch, oh Gott. Gleich. Also ich wäre soweit. Juhu! Das ist die Eiger Nordwand. Jetzt reicht's. Hallo! Ich habe uns einen Kaffee mitgebracht. Hm? Danke sehr. Freuen Sie sich? Trinken Sie jetzt einen Kaffee? Ich freue mich sehr, vielen Dank. Das kann ich in der Nacht gut gebrauchen. Das ist ein langer Weg zu Ihnen hoch. Ja, sehr lang. Es sind 54 Meter vom Marktplatz. Und man muss 239 Treppenstufen steigen. Ich weiß nicht, wie spät haben wir es jetzt? Ich will Sie nicht abbeeilen. Sie müssen einmal, alle volle Stunde, müssen Sie da Ihre Melodie rausblasen aus dem Fenster. Ja, genau. Jetzt schlägt gleich die volle Stunde und ich muss mal kurz arbeiten, das Hey Now-Signal spielen. Und dann reden wir weiter. Thank you.
Fertig? Fertig. Was ist denn das selber für ein Gefühl, wenn Sie wissen, jetzt geht's los? Haben Sie da noch ein bisschen Lampenfieber? Na klar, sicher habe ich Lampenfieber. Am größten ist es um 12 Uhr mittags, denn um die Zeit wird das Signal übers Radio landesweit, ja sogar weltweit übertragen. Und da ist die Aufregung am größten. Wie? Moment, also das, was Sie jetzt hier gerade gespielt haben, sowas, das wird dann live übertragen? Ja, immer um 12 Uhr wird das Signal im ersten Programm des polnischen Rundfunks live übertragen. Und wo und wie? Wie geht das? Wir haben hier einen Trichter, einen Original-Marconi-Trichter, Baujahr 1925. Auf dem Turm ist er seit 1927. Hä? Sie veräppeln mich doch. Sie wollen mir doch jetzt nicht erzählen, dass Sie da rein spielen. Und da drückt man doch heutzutage auf den Knopf in allen Radiostationen. Nein, nein, wir spielen ganz normal am Fenster. Viermal. Und dieses Gerät nimmt das Signal von der gesamten Plattform auf und übermittelt es weiter. Also ich glaube, das ist das Außergewöhnlichste, was ich hier erlebt habe an Beruf. Was ist denn Ihr Beruf? Was müssen Sie in Formularen ausfüllen? Musiker oder Kirchenangestellter? Wir sind hier 7 Haynau-Spieler. Wir sind alle Feuerwehrleute. Nebenbei haben wir die ehrenvolle Aufgabe, hier das Signal zu spielen. Ach, das ist ja richtig eine Wohnung. Bis wie viel Uhr spielen Sie oder müssen Sie sogar die ganze Nacht aufstehen über alle Stunde? Ja, es gibt kein erstes und kein letztes Signal. Es wird jede volle Stunde tags und nachts gespielt. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn Sie morgens um 4 Uhr hier vor sich alleine aus den Fenstern rausmusizieren und niemanden auf dem Platz sehen, fragen Sie sich dann nicht auch nach Sinn und Verstand dieser Übung? So ist es nun mal. So bestimmt es die Tradition, dass wir jede volle Stunde spielen. Diese Tradition bewahren wir und das ist eine ehrenvolle Aufgabe, hier diese Melodie zu spielen. Also mit dem Rimmig ist es so ein bisschen wie mit uns Frauen. Gut ausgeleuchtet entfaltet sich unsere Schönheit erst so richtig. Wenn Sie jetzt glauben, meine Damen und Herren, dass das hier nachts und abends ein bisschen ruhiger wird, dann haben Sie Krakau aber gewaltig unterschätzt. Denn die Clubszene hier um den Rimmig herum, die ist legendär. Ob jetzt Kabarett, Chanson, Techno, Punk, ganz egal. Ob studentisch, ja, elitär oder eher kosmopolitisch. Es ist für jeden Geschmack was dabei. Und ich bin ja jetzt hier mit Aneta und Kascha verabredet, um uns ein bisschen die Clubszene anzuschauen. Und während Sie sich jetzt hier noch ein bisschen umschauen, ziehe ich mich um. Okay, bis gleich. Ihr seht aber schön aus. Hallo. Ah, hallo. Na, Ladies, jetzt geht's los. Hä? Und ja, was machen wir jetzt? Wo starten wir? Also wir gehen zuerst zu Heidis Piano Jazz Bar. Ja. Okay, also diesen Club musst du unbedingt sehen. Ist das typisch Krakau? Ja, das ist typisch Krakau. Also hier wurde Jazz gespielt seit Jahren. Okay. Das sieht ja schon irre aus. Genau. Bekannte Platten, Kellerkneipe. Okay. Na gut, bitte sehr. Dankeschön. Okay. Was muss ich sagen? 3-mal Tatanka, bitte. 3 razy Tatanka. 3 razy Tatanka. Guten Abend, was darf ich euch bringen? Cheraza Tatanka. 3-mal was bitte? Cheraza Tatanka. Ah, 3-mal Tatanka. Ja! Ja! Hast du geglaubt? Bitte sehr.
was hast du gerade so schön gesagt? Krakau ist für alle. Das glauben wir. Auf Krakau. So, wo sind wir denn jetzt? Stalowe Magnolie. Heißt was? Magnolien aus Stahl. Kann ich ihn uns bestellen? Magst du Hunde? Hunde? Ich liebe Hunde. Dann können wir Chikul Pies bestellen. Ja, ja, genau, so richtig schön. Yes. Chikul Pies. Chikul Pies. Einmal. Chikul Pies. Mal sehen, ob das funktioniert. Was ist denn das überhaupt? Ja, du musst vielleicht erstmal testen. Das ist eine Überraschung. Genau. Und dann der macht Tabasco rein. Das trinkt man auf Ex. Das kann man nicht unbedingt auf Ex trinken. Wirklich. Nee, aber sonst ist das einfach gefährlich, das wie ein bissiger Hund. Das glaube ich. Okay. Nee, das geht. Oh, hier, guck mal. Finde den Fehler. Was heißt denn, ich liebe dich auf Polnisch? Wie romantisch. Ja. Du bist so romantisch. Ja, das bin ich, das stimmt. Kochamcie. Kochamcie. Sehr schön. Und so romantisch. Sag das nochmal bitte. Kochamcie. So, wir gehen einfach hin. Lass mich mal über. Das liegt wirklich nur an der Höhe des... Kim, hör auf, das war nur ein Jüngchen. Oh Gott, oh Gott. Komm. Papa, am Marsch. Oh Gott. Guck mal, wenn wir hier... Ja, das geht. Konzentriert. Ja. Razy wódka, proszę. Czysto? Czysto wódkę? Drei. Da. Was habe ich denn jetzt bestellt? Wodka pur. Aneta und Kasia haben mir noch erzählt, dass das Alchemia der Heimatclub der bekanntesten Krakauer Klezmer-Band Kroke ist. Und hier im Club haben sie auch vor ein paar Jahren den Stargeiger Nigel Kennedy getroffen. Der kam nach einem Konzert eher zufällig vorbei, hat spontan zur Geige gegriffen und mitgespielt. Jetzt irgendwie auf Kroke vielleicht. Ja. Gleich noch ein, also ich meine gleich noch einen Schluck. Ein Schlückchen. Ist immer nur noch der eine, meine Damen und Herren. Das macht sehr, sehr, sehr viel Spaß mit euch. Ihr habt mir echt einen tollen Abend bereitet. Danke. Ich werde morgen früh wahrscheinlich noch an euch denken. Warum hat dieser Nigel Kennedy eine Wohnung in Krakau? Richtig, wegen der schönen Frauen. Seine heißt Agnieszka und die hat mich heute zu sich nach Hause zum Frühstück eingeladen. Ja, meine Nacht war sehr kurz, aber da muss man in Krakau durch. Die Nächte sind kurz, dafür wundervoll. Ich habe die Croissants mitgebracht und sie hoffentlich den Kaffee schon fertig. Please, this is for you. This is flat. Okay, of course, yes. It's a bit of a... Da
Das ist so eine Art Nomadenwohnung. Okay. What does it mean? Wir leben nicht immer hier, deshalb ist das keine typische Krakauer Wohnung. Eine typische Krakauer Wohnung ist ein schöner Ort mit vielen alten Möbeln und kleinen Schmuckstückchen. Diese Wohnung hat einen Flügel, ein Sofa, einen Hund und einen Tisch. Es ist eine Wohnung für umherreisende Künstler. Meine Damen und Herren, ich muss das, glaube ich, mal kurz erklären, warum wir beide Englisch miteinander sprechen. Agnieszka, dachten wir natürlich, sie ist Polin, sie wird Polnisch sprechen. Aber es ist so, dass sie so überall auf der Welt lebt und am meisten in London, in England, dass sie da eigentlich nur noch Englisch spricht. Ihr Mann ist Engländer, also sie sagt, es ist viel gemütlicher für mich, wenn wir auf Englisch uns unterhalten. Also werden wir weiter Englisch miteinander sprechen. Okay? Okay. So, let's have our Lassen breakfast Sie uns frühstücken. Now, honey. Besser später als nie. But maybe you can tell me, ist Krakau für Sie sowas wie ein Zuhause? Für mich ist es eine Bleibe, aber nicht mein Zuhause. Ich bin oft in Krakau und ich liebe es, weil es für mich wie ein Sprungbrett ist. Von hier komme ich zu meinen Lieblingsplätzen in Polen und das sind die Berge. Krakau hatte früher eine sehr aufstrebende Jazzszene. Ich glaube, sie entsteht gerade wieder neu, vor allem in den kleinen Clubs im Zentrum. Das hat Nigel angezogen und das hat auch andere Musiker aus England hierher gelockt, weil sie hier jammen konnten. Nigel hat eine große und treue Fangemeinde in Krakau. Die Leute kommen immer gerne zu seinen Konzerten. Deshalb versucht er, mindestens einmal im Jahr hierher zu kommen, um ein Konzert zu geben. Aber Sie sitzen nicht abends auf dem Sofa und sagen zu Nigel, bitte spiel was für mich. Niemals. Darum habe ich ihn nie gebeten. Das ist ja so wie Arbeit für ihn. So, alles andere war dann streng vertraulich unter Agnieszka und mir. Aber ich kann Nigel Kennedy gut verstehen, dass er diese schöne und kluge Frau liebt. Und Fanny Kim, wie geht's? Fanny Kim, genau. Ach so, warte mal. Stara Biera. Schön in der Melodie. Sehr gut. Was heißt das nochmal? Das alte Elend. Das alte. Aber Augenblick, dann musst du auch direkt hinterher sagen, den Zungenbrecher in Schöpfschöschen zirpt der Käfer im Schilf. Schöpfschöschen, 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 Schöpfschöschen. Sehr gut. Fast. Aber es hat dir gefallen in Krakau? Ja. Doch, sehr. Und eigentlich sind wir jetzt auch ein bisschen traurig, dass wir wieder abfahren, weil die Leute sehr unterschiedlich alle uns alle sehr, sehr herzlich aufgenommen haben, mit einer großen Gastfreundschaft. Hier sind alte Leute, junge Leute, alle miteinander. Und das ist ein Stadtbild, wie ich es so eigentlich vorher noch nicht kannte. Und ich bin mir sicher, ich komme privat nochmal hierher. Hm? Ich hoffe, dass die Atmosphäre sich so ein bisschen bei Ihnen zu Hause auch breit gemacht hat und Sie auch Lust auf die Stadt bekommen haben. Schönen Abend noch und wir sehen uns bald wieder. Danke dir auch. Sag mal, gehst du noch ein Käffchen? Gerne.